Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2 New Game Plus Story Run. Wenn euch die Reihe gefällt, dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Hilft mir wirklich sehr und hilft vor allem anderen, den Kanal zu finden. Und jetzt genug davon, weiter geht's. Wir haben aufgehört, kurz nach der Cutscene mit Morag und ihrem Bruder zum Thema Judicium und Ausgrabungen antiker Waffen oder so. Jedenfalls irgendwas, was nicht gut klingt, und es scheint sich ein Konflikt mit Uraya zusammenzubrauen. Mal sehen, ob wir da auch noch hineingezogen werden. Wo lenkt nochmal die Schiffe zum Ardainischen Kaiserreich ab? Vom Flugdeck, oben auf der 4. Ebene. Ah, okay. Gehen wir hier? Ja, bitte Zahn zulegen. Tora platzt bald vor Neugier auf Kaiserreich. Ja, wir sind hier schon unterwegs, keine Sorge. Also auf zum Flugdeck. Passt schon, passt schon. It's a go. Und die Quest für das Zeug da zeige ich euch dann übrigens auch noch, für dieses Item, das ich ja meinte. Im letzten Part. Aber das hinterher, wenn wir die Story durch haben. Weil es wird auch erst dann wirklich relevant. Okay, wir sind richtig. Ich wollte gerade fragen, wo müssen wir eigentlich hin? This light. What is it? Rock's core crystal. It was like a stone. What happened? Don't you remember, Rex? Vanam told you. Core crystals don't die. They always regenerate after a while. Regenerate? Ready to be reawakened by a new driver. So, if I resonated with it now... Then a new rock would be born into this world. A new rock? Vandam's blade. What do? I'm not sure. Taking Vandam's old partner. It just doesn't feel right. Yeah, but maybe he would have wanted you to do it. Just do whatever. Right. Probably time we headed for the ship, right? Oh, yeah. I'll go ahead and register us for boarding. Nia, do we really need to rush? Sure, we could take our time and miss out on the good seats. Oops. Ow. What was that kid's problem? Rex, your bag! Huh? No. No. No! What have you lost now? Rock's core crystal. It's not here. You mean the little blighter? After him, at once! Titan's foot! Da wurden wir einfach mal ausgeraubt. Ja, so war's aber auch. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir das einfach hätten ablegen können. Aber das wird schon nicht so lange dauern. Hm. Wird das überleben? Das ist eine gute Idee, wenn ich da runterhüpfe. Vermutlich eher nicht. Deswegen lasse ich es auch mal. Übrigens, eine Sache kann ich kurz zeigen. Wenn ihr hier rumhüpft, könnt ihr da hinkommen. Und da könnt ihr, glaube ich, neue Bergungsdinger kriegen. So neue Tauchteile. So Zylinder. Upsa. Upsa! Buff! Da. Und jetzt müssen wir... Warte mal. Da irgendwo hin. Ups. Die Richtung. Ja, das war falsch. Wo war der? War irgendwo versteckt an der Seite. Ich glaube, da vorne irgendwo. That little thief looked pretty young, right? Yeah. And those ears. Gormotti for sure. So let's see. There, that's the brat. Whoa! But what do you think you're doing? Why, that little... He stole the old ship. What now? Let's go. Are there any other... There's one. Garen.
Hey, Rex. What's the big hurry? Lend me a boat. What? I mean, sure, but why? There was a pickpocket. Took our core crystal. Over there. Over there? Hold it! Bring that ship back here! Why, that's Pitman's ship. Your thief's on board that thing. Please. All right, then. The key's in the slot, so you can take her right out. Thanks. I'll bring her back as soon as I can. No worries. Go get him, Rex. Na, ob das Teil zurückkommt, ich weiß ja nicht. Ja, und jetzt verpassen wir wahrscheinlich unsere Fähre nach Mordheim. Tja, blöd gelaufen. Was soll man machen? Erstmal jetzt den Dieb schnappen. Denn wir wissen ja, was im Wolkenmeer so lauert. Guck mal, wo wir wieder sind. Gormod. That the ship! Yeah, no doubt about it. This is where he got off. He may still be somewhere nearby. Right, then let's ask around and see what we can find. Good plan. Handlungsmission, haltet den Dieb, angenommen. Jawohl. Ach du Scheiße. Ja, dürfen wir jetzt eine Menge reden. Hallo, Volt. Hast du hier irgendwo einen kleinen Gormotti-Langfinger gesehen? Ja, das ist mir vorbeigekommen. Das Schiff hatte gerade angelegt, da stürmte er treppaufwärts, als wäre eine Horde wilder Amas hinter ihm her. Ich weiß nur, dass ich mir dachte, den hast du noch nie zuvor gesehen. Aber das ist doch schon alles. Großes Danke, Pon. Ja, dann mal auf nach oben. Ich weiß, es war eine Schatztruhe, aber da ist nichts drin, was wir gebrauchen können. Wenn ich jede Truhe öffnen würde, in der wir vorbeikommen, dann haben wir so viel Scheiß dabei, das ist der Wahnsinn. Ich kann es euch mal zeigen. Hier, mal auf da. Treasure acquired. I trust you. Puppy Power! I know this. Here's something Ricky told me. Leave Napan to Poppy. Kleine Anspielung auf Ricky da. Aus Chronicles 1. Ui. Da waren sogar ein paar seltene Sachen dabei. Nicht schlecht. Das hat sich sogar ausnahmsweise gelohnt. Hanna. Tora ist auf Verfolgungsjagd. Rexrex wurde vom kleinen gemeinen Dieb bestohlen. War Gormotti-Junge hier? Oh ja. Hanna hat Jungen ganz deutlich gesehen. War schmutzeliger Junge, rannte mit viel Polter Treppen rauf. Hanna hat schon viele Länder bereist. Arme Jungpon gibt es in fast allen Ländern, leider. Ob Mor Ardain, Uraya oder sogar Indol, gibt überall Kluft zwischen Leuten mit Kaching und Leuten ohne Kaching. Macht Hanna sehr traurig. Oh, Freunde verfolgen Jungen, weil Freunden wertvolles Funkeldings gemobst wurde? Freunde sollten doch wissen, Werkzeugs muss man Bomben sicherlich verstauen vor Reiseantritt. Ja, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Gut. Warte mal ganz kurz, können wir weiter nach oben. Myron, hast du irgendwas gesehen? Hast du einen Gamotti-Jungen gesehen? Er müsste aus Richtung des Hafens gekommen sein. Da war ein Junge, der in Richtung Bauernhof gelaufen ist. Meint ihr den vielleicht? Ach, dieser Stadt geht es bergab. Erst neulich war doch dieser Vorfall, wo es plötzlich kein Wasser mehr gab. Ja, das waren vielleicht wir? Torrigoth beherbergt den größten ardainischen Stützpunkt in ganz Gormod. Wir sind hier echt gefährdet. In anderen Regionen gibt es weniger Ardainer. Dann geht es sicherlich ruhiger zu. Egal, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke. Naja, wirklich geholfen hast du jetzt nicht, aber nee, passt schon. Bam. Millie! Hi! Hast du einen Gormotti-Jungen gesehen? Der müsste sich im Hafen gekommen sein. Nee, kann ich leider nicht helfen. Ich war total vertieft meine Arbeit. Naja, wenn ihr euch sicher seid, dass er hier angekommen ist, dann fragt doch mal die anderen Leute. Danke für nichts. Haben wir eigentlich irgendwie das Futterzeugs für dein Tierchen da? Wir haben gestern Zuwachs bekommen. Ein kleines Ardon-Kälbchen. Seht es euch nur mal an, wie niedlich es ist. Normalerweise werden immer mehrere Kälber auf einmal geboren. Aus irgendeinem Grund aber erst dieses hier ein Einzelkind. Kalb.
Denn deshalb bin ich ihm ganz besonders viel Liebe und Zuwendung zukommen lassen. Nur Thora versteht. Hey, ihr seid doch Meister, stimmt's? Jupp. Falls ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr mir gerne bei der Aufzucht des Kälbchens zur Hand gehen. Ihr braucht euch um nichts viel zu kümmern. Ab und zu ein bisschen Futter vorbeibringen reicht schon. Ich kann euch dafür leider nichts geben, aber ein Blick aus treuen Adon-Augen sollte Entschädigung genug sein. Und Umgang mit anderen Personen zu haben, dürfte für die Sozialisierung des Kalbs sicher nicht verkehrt sein. Schaut also ruhig vorbei, wann immer es euch in den Kram passt. Thora macht aus FF. Locker flockig. Oh Gott. Ja, hi. Oh, ihr habt Futter für meinen Adon mitgebracht. Er ist doch ziemlich klein und verträgt deshalb vieles noch nicht so gut. Aber falls ihr was dabei habt, was ihm schmeckt, gebt es ihm ruhig. Ja, wir haben sogar Adon-Futter 3. Ja. Kann mir ihm richtig viel geben. Und dann steigt er einen Level. So rum. Aber noch nicht gleich. Ach doch, 25. Bist ja schon groß geworden, Kollege. Und dann können wir so mal hochleveln bis zu Level 99 und dann gegen das Ding kämpfen. Es ist auch gut für Farming von seltenen und legendären summonenden Kristallen. Nookbee. Thora ist auf Verfolgungsjahr. Gregstex wurde von kleinen gemeinen Diebstahl, aber spielt ihr etwa fangen? Dann kann ich unmöglich was sagen. Das wäre unfair. Ja, ich beklau, du Idiot. Nein. Wie bitte? Der Junge, den ihr sucht, hat euch bestohlen? Hm. Dann war das vielleicht der Junge, von dem Otto immer erzählt hat. Nia, Schweigepause irritiert Poppy. Warum geht Gespräch nicht weiter? Eine Sekunde, Poppy. Ich glaube, da kommt gleich noch was. Otto ist Holzfäller und erzählt mir oft von einem Jungen, der draußen vor der Stadt herumlungert. Er hat ihm jedes Mal gesagt, dass es draußen so gefährlich für ihn ist, aber der Racker ist immer nur weggerannt. Mehr weiß ich nicht. Am besten ihr fragt Otto selbst. Er treibt sich für gewöhnlich beim Holzschlag von Nocki herum. Viel Erfolg. Danke. Haltet den Dieb. Mission aktualisiert. Ja, wir dürfen jetzt in die andere Richtung laufen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Falls ihr übrigens Hintergrundgeräusch hört, sieht da, dass meine Balkontür offen ist. Ein bisschen frische Luft ist ja auch mal ganz gesund zwischendurch. Badabababum. Mal gucken, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Wie viel Lust ich habe. Ich mache sonst immer so Stunden-Sessions. Mehrere davon. Damit ich schön schneiden und rendern kann. Weil das Renderprogramm damit einfach besser klarkommt als mit noch längeren Sessions. Das habe ich schon mal erklärt. Und, boah. Mal sehen, wie lange ich heute mache. Ein bisschen Vorrat zu haben, ist ja nie verkehrt. Geiles Wetter übrigens. Es pisst wie aus Eimern. Super. So, und wir müssen. Wo war das nochmal? Dann habe ich hier hoch. Dieser Strang da. Wir müssen auch immer mal in die andere Richtung gehen. Zum See runter. Und da ein bisschen erforschen und erkunden. Aber jetzt sollten wir uns erstmal mit der Story aufhalten. Denn darum geht es in diesem Run ja. Um Story. What have we here? Wenn ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet für den Vanilla Run dann, der aber nicht gleich danach dann kommt, sondern wir werden uns ein bisschen Zeit lassen, erstmal was anderes dann spielen. Aber hab definitiv vor, noch den Vanilla Run zu machen. Da könnt ihr in meine Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet, mit welchem Charakter oder welchem Team wir dann spielen sollen. Weil das kann sehr interessant werden tatsächlich. Je nachdem, was für Klingen ihr euch wünscht, kann das auch interessant werden, die zu bekommen. Weil ja nicht alle einfach so zu kriegen sind. Hallo Otto. Wo ist denn dein Freund Benjamin? Entschuldigung. Hast du hier irgendwo einen kleinen Gormotti-Langfinger gesehen? Ja, den Burschen habe ich schon öfters gesehen. Ein flinker Bengel ist das, sage ich euch. Entwischt mir jedes Mal. okay, das ist wieder. Gerade eben war er wieder hier. Ich habe wie immer gearbeitet, als ich plötzlich Schritte hinter mir hörte. Kaum drehe ich mich um, sehe ich. Oh Wunder, wieder diesen Bengel. Aber heute ist er extra schnell weggerannt. Wenn ihr mich fragt, ist der Knabe nicht von hier. Die Kinder aus Torrigove hätten nie den Mumm herzukommen.
Wo der Bursche immer hinrennt, kann ich leider nicht sagen. Hat nie die Zeit, ihn zu verfolgen. Aber ihr habt noch Klingen bei euch. Die könnten doch versuchen, seine Spuren zu verfolgen. Als er vorhin abgehauen ist, hatte es gerade geregnet. Also solltet ihr seine Spuren noch sehen können. Danke. Thora wird Kind schon schaukeln. Thora schaukelt gern. Komm schon, jetzt seht ihr nicht, ihr könnt keine Fährten lesen. Und ihr schimpft euch Meister? Ich schätze, ihr haltet euch nicht auf dem Wald auf, was? Für jemanden wie mich sind seine Spuren ziemlich offensichtlich. Ja, was soll's, ich erkläre es euch, wie es geht. Jetzt will ich selbst wissen, wohin der Bursche geflohen ist. Bitte zeigt uns, wie es geht. Schaut euch den Boden ganz genau an. Sucht nach Fußabdrücken im Schlamm oder nach Gras, an dem Dreck haftet. Wenn ihr solche Stellen seht und dazwischen auch noch immer derselbe Abstand liegt, habt ihr eure Spur. Und erkennt ihr sie jetzt? Hui, nicht schlecht. Danke. Ja, kleines Tutorial nochmal bekommen und jetzt dürfen wir Spuren suchen. Wir haben ja unseren Questmarker, der uns zumindest die ungefähre Richtung vorgibt. Nein, das kriegen wir schon hin. Hui! Oh! Wir haben unsere Söldnermission abgeschlossen. Achso, die allererste noch. Eiskuchenvertrag und Abenteuervertrag. Sehr schön. Oh, und Wes hat sogar noch zwei Sachen bekommen. Heilender Blitz heilt bei einem Treffer KP der Gruppe 35% des verursachten Schadens. Sehr gut. Und Raumzeitpäuschen verlangsamt bei maximaler Harmonie das gegnerische Aufladen um 12%. Sehr gut. Und Florian hat auch noch eins bekommen. Verstärkt Wutminderung um 15%. Er ist auch eine Heilklinge. Und Asami, auch noch zwei neue. Sehr gut. Asami ist auch verdammt gut, tatsächlich. 120% mehr Schaden mit KP, 30% weniger. Das wird keiner von uns jemals erreichen. Und erhöht Harmonie um 21, wenn der Meister Schaden leidet. Ja. Gormod ist tatsächlich voll. Da können wir nicht mehr so viel machen. Ich schicke die mal noch bei Agentum, so ein bisschen was machen. Kranbauarbeiten. Boah. Das kannst. Das, weißt du was? Du machst das und nimmst Asami wieder mit. Let's go. Wir hätten noch die Elemente mit reinbauen können, die wir brauchen. Ja, aber. Ey, wir haben noch viel Zeit. Was soll's? Weil die anderen sind noch dabei. Wir hätten noch ein drittes Team losschicken, aber. Ja, müssen wir jetzt nicht. War früher eine Feuerstelle. Ab hier war ein Schnellreisepunkt 500 Jahre zuvor. Werden wir alles immer noch erfahren, wenn die hallo, Rexy. Wenn die Zeit gekommen ist für Torna, the Golden Country. Überlebe ich das, wenn ich da jetzt runter... Ah, weißt du was, scheiß drauf. Hey, Gude! Au. Ich glaube, ich mache mir immer zu viele Sorgen. Ach, ist er nicht süß? Level 92, der lässt uns aber nicht in Ruhe. Ja, der müsste uns sogar noch angreifen, wenn er uns sieht. Wäre zwar nicht gesund für ihn, aber... Hey. Kollege. Hallo. Könntest du das mal lassen vielleicht? Ich habe jetzt keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Aber er hat Bock. Ich merke das schon. So, jetzt haben wir ihn. Wir werden noch gegen die Viecher kämpfen. Keine Sorge. Ich verspreche das jetzt hier mal. Wir werden uns noch mit dem beschäftigen. Und mit seinen Geschwistern auf einer gewissen anderen Map, die wir noch erreichen werden. Aber noch nicht. Der Grund dafür ist, dass ich schon lange keinen längeren Kampf mehr hatte. Und dementsprechend wahrscheinlich Scheiße bauen würde bei den ganzen Kombos. Das wäre dann nicht so toll. Hi. Ich überlege gerade, wo die waren. Bin ich hier überhaupt richtig oder bin ich hier falsch? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich dachte nämlich eigentlich, wir müssen hinter zur Werft von Umod. Ja, ja, doch. Das ist so... In etwa richtig, glaube ich. Dass wir eigentlich zu Umods Werft sollten.
Umons Werft, genau. Aber da seht das mal aus erster Hand, dieser Marker, der ist nicht der beste. Ich glaube, hier hören die Spuren auf. Den wir nicht gefolgt sind, weil du in die falsche Richtung gelaufen bist, du Idiot. Aber hey, was soll's. Aber das ist doch... Naja. Halte den Dieb abgeschlossen. Ja. Den hätten wir eigentlich folgen sollen, den Spuren. Das haben wir erfolgreich nicht getan. Well. Peinlich. Aber er ist nicht zu ändern. If we're on the right track, he should be around you, yeah? Thief using Umon's workshop as hideout! I never dream of such a thing. Da sind sie auch schon. That's him. Let's surround them so he can't run. Gotcha. Ah, oh, you lot. Kid, you sure led us on a merry chase. You've wasted a lot of our time, you know. Damn it. Look at you. You're only kids. Why don't you just give back what you took? We'd rather not hurt you or anything. You're basically a kid yourself. Oi, I'll have you know I work for a living. Right, hand it over. No, you're not having it. Seriously? The core crystal is ours now. If you want it so bad, you'll have to take it by force. Well, nothing for it, I guess. All right, let's go. Ja, ja, machen wir die Grillhähnchen mal eben platt, nicht wahr? Aber ja. Eine Pingöwe. Also eine Mischung aus Pinguin und Möwe. Grillhähnchen. Well, we took it by force. Just like you wanted us to. Titan's foot. You're all barely 10 years old. Why are you stealing from people? Look, keeping your traps shut won't help anyone. My lady, be a little more gentle. Why? They're only petty thieves. Be that as it may, they are still children. Look. I'm sure there's a reason you're doing all this. Are you just that hard up? What do you take us for? We're not some poor beggars. Okay. So it's not money you're after? Then what the hell is it they want? You should just tell everything. Rex not hurt you. Come on. We want revenge. Revenge? We're gonna avenge our village. You don't mean... You were planning to awaken this blade and use it? Well, why don't you tell us the whole story? We might be able to help. Bandits attacked your village? It was just a small, peaceful village. But the bad men... Just because we had water, they... Did anyone survive? Don't tell me. You're the only ones? What's your name? Me? Why do you want to know? Please, kid?
It's Rhys. From Cordell Village. Cordell Village? Can't say a word of it. It's just a tiny village on the outskirts of Gormot. Not many people know it. Okay, Rhys. I get why you did this. But still, it's not right to steal from people. Besides which, awakening a blade is dangerous. Do you know what happens if it fails? You never know until you try. Long as one of us manages it, that's all that matters. Sounds like you really were desperate, my boy. I assume you know the whereabouts of these bandits? There's a big cave over on Twin Trunks Hill. They use it as a hideout. Oh, Rhys, it's awful! Those scum are gonna... Who are they? Don't worry about them. What's the matter? Right, okay. The bandits are planning to attack Turrigoth. Are you sure? Yeah, we overheard one of their men talking about it in the city just now. And it was definitely one of them. It looked like they were scouting the place out. They were saying with the consul gone, now's the perfect chance to take advantage. A shrewd observation. This would indeed be the perfect time to mount an attack. Are you trying to tell me that idiot consul was actually good for something? So, this all our fault? Well, yeah. I guess we might have been the trigger. We can't sit by and let this happen. Agreed. Right. You lot, you can leave those nasty bandits to us. What? I swear, we'll avenge your village. But... Don't worry. Wir machen das schon, kein Problem. Wir verkloppen die komischen Räuber. Ui! By the way, name's Rex. Rhys, take the Der others Part and go ist bei mir sehr lang geworden. Warn them about the bandits. Nah, they probably wouldn't believe you if you said bandits were coming. So tell them about us instead. Tell them the guys who destroyed the water tower are hiding out at Twin Trunks Hill. If you say so, but why? Don't worry, you'll see. We're counting on you, okay? Okay. Ja, ja. Das ist unsere nächste Aufgabe. Zur Flechtlaubhöhle gehen und Banditen verkloppen. Das machen wir erst in der nächsten Folge, weil, wie ich gerade schon angemerkt habe, ich ist ganz lang geworden tatsächlich. Die erste in der Session war was, 19 Minuten lang knapp? Und jetzt sind wir bei 48. Also fast 20 Minuten. Fast eine halbe Stunde. Wow. Wow. Ja, deswegen, in dem Sinne, machen wir hier mal einen Cut und hören uns halt in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Laubflechthöhle aufsuchen. In diesem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun könnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Schraubse. Ciao.